Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass ihr auch heute wieder... bei uns sind. Alle Spieler sind bereit. Der Unparteiische eröffnet das Spiel. Guter Pass ins rechte zentrale Mittelfeld. Michael Ebischer. Sahn. Was für ein Solo! Den Ball schnappt er sich. Sauber gespielt ins rechte zentrale Mittelfeld. Sie lassen ihn hier flanken. Schal. Saubere Ballannahme hier vom Stürmer. Schal. So, mal sehen, wie lange sie diesem Druck noch standhalten können. Er zieht in die Mitte, Ball abgefangen und jetzt läuft der Konter. Cherry. Er spielt den Ball auf den linken Flügel. Das ist jetzt die Chance zum Kontern. Und das Spiel läuft über ihren linken Innenverteidiger. Sie bieten sich hier schön an. Der Pass auf den Stürmer kommt an. Ja, schöner Ball auf den Flügel hier. Da machen sie es der Verteidigung nicht leicht und bauen ordentlich Druck auf den Kessel auf. Klasse! Jetzt ist Platz für die Flanke. Stark gemacht, aber klar, den Treffer kann der Schiedsrichter nicht geben. Das war Abseits. Er nimmt hier seinen Innenverteidiger mit. Ihn vom Ball zu trennen, das wird jetzt ein ganz, ganz schwieriges Unterfangen für den Gegner. Schön weitergespielt zum linken Außenstürmer. Sie legen sich hier den Gegner in aller Ruhe zurecht. Also die Gastgeber bleiben in dieser Saison doch klar hinter den Erwartungen zurück. Schwer zu sagen, woran es genau liegt. Aber eins ist sicher, sie müssen sich in den nächsten Spielen auf jeden Fall steigern. Hervorragendes Timing hier. Er pflückt den Ball aus der Luft. Oh, sie laufen hier in einen Konter. Das könnte was werden. Er prescht hier vor. Klar, der Gegner steht gut. Aber sie machen es der Abwehr auch einfach zu leicht. Da muss jetzt dringend mal was Überraschendes kommen. Weiter geht's. Der Ball ist noch heiß. Toller Diagonalpass hier. Er stößt in die Lücke. Er ist im Strafraum. Er trifft und bringt sie damit in Führung.
Hier sehen wir das Tor jetzt nochmal. So, die Gäste sind hier in Führung gegangen. Nein, mit dem Ball wusste er einfach nichts anzufangen. Das war's. Wir gehen mit diesem 0:1 Halbzeitstand in die Pause. Und es ist nicht zu überhören, wie unzufrieden die Heimfans... dieses Ergebnis sind. Sie hatten hier deutlich mehr von ihrer Mannschaft erwartet. Und das kann ich verstehen. Der Ball rollt und los geht's mit der zweiten Halbzeit. Ja, er kommt hier sehr gut voran. Ja, die Verteidigung ist hier klar unterlegen. Er bekommt den Ball und jetzt ist sein Torriecher gefragt. Níguez. Jetzt geht's hier schnell. Schönes Zuspiel hier ins zentrale Mittelfeld. Ach, so langsam müsste hier vielleicht doch mal jemand ins 1 gegen 1 gehen, um zumindest eine kleine Lücke zu reißen. Ja, sauberes Zuspiel auf die linke Abwehrseite. Schal. Ja, schöner Pass auf den Stürmer. Er nimmt den Ball mit. Der Ball läuft jetzt über rechts. Ja, jetzt heißt's umschalten auf Angriff. Níguez. Pass zum linken Innenverteidiger. Und spielt er jetzt ab? Er könnte jetzt passen. Kein schlechter Trick, aber sein Gegner hat aufgepasst. Schöner Spielzug hier über den rechten Flügel. Und damit wechselt hier jetzt der Ballbesitz. Es gibt hier einige Freiräume. Jetzt hat er diverse Möglichkeiten abzuspielen. So, die Frage ist jetzt, wann ziehen Sie das Tempo nochmal an? Wir haben im Fußball schon jede Menge kuriose Tore gesehen. Aber eines war doch ziemlich einmalig. Unter anderem, weil es damals, 2009, einen der größten englischen Clubs getroffen hat und sogar Einfluss auf die Meisterschaft hatte. Ja, ein Zuschauer hatte einen Strandball aufs Feld geworfen, der dann einen Schuss der Gäste unhaltbar ins Tor abgelenkt hat. Das Bittere daran war, neben der Tatsache, dass der Schiedsrichter den Treffer tatsächlich gegeben hat, dass der Ball aus dem offiziellen Fanshop der Gastgeber stammte und von einem ihrer eigenen Fans. So, jetzt weicht er hier auf die rechte Seite aus. Und da ist der Pass auf den linken Außenstürmer. Sieht so aus, als würde der Angriff jetzt über die linke Seite erfolgen. Der Ball bewegt sich gar nicht von einer Spielhälfte weg. Der Gegner kommt einfach nicht heran. Was ist denn hier los? Ah, die Grätsche war nicht gut getimt. Die zweite Halbzeit ist hier jetzt fast rum. Etwas mehr als 5 Minuten noch. Oh, jetzt müssen sie aufpassen. Fratesi, eigentlich müsste er jetzt abspielen. Da hat er wirklich Glück. Der Schiedsrichter verzichtet hier auf eine Karte. Ja, er versucht es hier einfach mal. Klasse Pass hier auf die Achterposition. Was jetzt? Macht er es allein oder spielt er ab? Ah,
Ja, guter Ball hier. Sie nutzen die ganze Breite des Feldes. So, die 90 Minuten sind um und damit ist diese Partie vorbei. Jetzt können die Gäste hier feiern und sich bei ihren mitgereisten Fans für die Unterstützung bedanken.